Hallöchen und vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr kein Video mehr von mir verpassen. Ich möchte euch heute Drachenkuss vorstellen von Jeanette Lee Carey und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Evaine, die Tochter von Usa, wurde verbannt nach Wild Island. Doch Merlin hat eine Prophezeiung in den Sternen gesehen. Die 21. Königin von Wild Island soll den Krieg beenden und der Familie wieder zu neuem Ruhm verhelfen. 600 Jahre später wächst Rosalind, das einzige Kind des Königspaars, mit dieser Prophezeiung auf. Sie soll die Königin werden, die alles verändert, und ihre Mutter tut alles, damit die Prophezeiung wahr wird. Doch Rosalind ist mit einem Makel geboren worden. An ihrer rechten Hand hat sie eine Drachenklaue und muss jetzt stets und ständig Handschuhe tragen, um das zu verbergen, damit sie nicht als Hexe verbrannt wird. Nur ihre Mutter weiß noch davon und hütet gemeinsam mit ihr zusammen dieses Geheimnis. Drachenkuss wird in Ich-Form aus Sicht von der Prinzessin Rosalind erzählt. Für mich war die Geschichte von der Handlung und vom Schreibstil her eher eine altmodische Fantasy-Story. Rosalind fand ich anfangs noch recht unscheinbar und farblos. Das änderte sich dann aber in der weiteren Handlung und sie bekam auch mehr Charakter. Ab und an fand ich den Verlauf etwas langatmig. Das meist löste sich das aber auch wieder schnell auf, weil die Handlung zwischendrin größere Zeitsprünge auch macht. Besonders interessant fand ich die Rolle der Drachen hier in dieser Geschichte. Teilweise hatten die Charaktere der Drachen auch größeren Tiefgang als die der Menschen. Viele Personen waren doch eher einfach gestrickt. Aber ich fand, es gab hier überraschende Wendungen und auch schöne Momente. Die Stimmung hier ist die meiste Zeit eher ernst und drückend, jedoch hat das Ende nochmal alles für mich rumgerissen, weshalb ich Drachenkuss auch 4 von 5 Sternen gebe. Ich finde, es ist ein lesenswerter, aber eher altmodischer Fantasy-Roman mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber einem wunderschönen Schluss. Drachenkuss ist auch ein Einzelband, in dem eben Drachen auch eine sehr große Rolle spielen und das sind auch meine Lieblings-Fantasy-Tiere. Welches Fantasy-Tiere gefallen euch? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Vielen Dank auch heute wieder fürs Zuschauen und bleibt schön gesund. Eure Rena. Tschüss.